Billigste Arbeit, Rossums Roboter. Tropenroboter, neue Erfindung. Jeder kaufe sich seinen Roboter. Wollen Sie Ihre Ware verbilligen? Bestellen Sie Rossums Roboter. R-U-R. Ruhr. Die Formel für den Erfolg. Rossums Universalrobots. Hallo? Ihr Zentraldirektion? Ja. Aber ja, wie immer. Freilich kabeln Sie ihn. Ja, gut. Wo habe ich aufgehört? Wir bestätigen den Auftrag auf 15.000 Roboter. 15.000 Roboter. 15.000 Roboter. Herr Direktor, eine Dame bitte. Wer? Ich weiß nicht. Die Visitenkarte. Präsident Glory, eine Dame. Ich lasse bitten. Bitte, Miss. Herr Zentraldirektor Domin? Ja, mit wem habe ich die Ehre? Ich komme zu Ihnen. Mit der Karte des Präsidenten Glory. Das genügt. Präsident Glory ist mein Vater. Ich bin Helen Glory. Miss Glory, es ist uns eine außerordentliche Ehre, dass Sie mich nicht gleich wieder rausschmeißen können. Dass wir die Tochter des großen Präsidenten begrüßen dürfen. Bitte nehmen Sie Platz. Sola, Sie können gehen. Womit kann ich dienen, Miss Glory? Ich bin gekommen, um unsere fabrikmäßige Produktion von Menschen anzusehen, wie alle. Das alte Europa spricht von nichts anderem. Bitte, ohne weiteres. Ich dachte, es wäre verboten, die Fabrik... Die Fabrik zu betreten, allerdings. Ich wollte nur fragen, ob ich Ihnen ganz ausnahmsweise unsere Fabrik zeigen möchte. Aber gewiss, Miss Glory, sofern Sie sich verpflichten, nichts zu verraten. Mein Ehrenwort. Danke. Würde Sie die Geschichte der Erfindung interessieren? Ja, ich bitte Sie. Nun denn. Es war im Jahre 1920, als der alte Rossum, der große Physiologe, zwischen seine chemischen Formeln hinschrieb, die Natur hat nur eine einzige Art, die lebendige Materie zu organisieren, gefunden. Es gibt jedoch eine andere, einfachere, hübschere und schnellere Art, auf welche die Natur überhaupt nicht verfallen ist. Diesen anderen Weg, den die Entwicklung des Lebens hätte einschlagen können, habe ich entdeckt. Stellen Sie sich das vor, Miss Glory. Menschen aus anderem Stoffe als wir. Das war ein gigantischer Augenblick. Also weiter? Weiter? Und so machte er sich halt daran. An was? An die Nachbildung der Natur. Der alte Rossum machte sich an die Produktion eines Menschen. Schade, dass es schon in allen Lesebüchern steht. Schade. Aber wissen Sie, was nicht in den Lesebüchern steht? Dass der alte Rossum ein erstaunlicher Narr gewesen ist. Ernstlich, Miss Glory. Aber das behalten Sie für sich. Dieser alte Hitzkopf wollte wirklich Menschen machen. Aber Sie machen doch Menschen. Annähernd, Miss Helen. Aber der alte Rossum meinte es wörtlich. Wissen Sie, er wollte gleichsam wissenschaftlich Gott absetzen. Er war ein schrecklicher Materialist, darum hat er das alles getan. Es handelte sich ihm um nichts mehr, als den Beweis zu erbringen, dass es keines Herrgotts bedurft hat. Deshalb war er darauf verpicht, einen Menschen zu bilden, der uns aufs Haar gleichen würde. Was meinen Sie, was für ein Arbeiter praktisch der Beste ist? Der Beste? Vielleicht einer der ehrlichste und der willigste. Nein, der billigste. Einer mit den geringsten Bedürfnissen. Rossum warf alles aus dem künstlichen Menschen hinaus, was nicht unmittelbar der Arbeit dient. Damit warf er auch alles hinaus, was den Menschen verteuert. Damit warf er eigentlich den Menschen hinaus und erschuf den Roboter. Teure Miss Glory, die Roboter sind keine Menschen. Sie sind mechanisch vollkommen als wir, haben eine erstaunliche Vernunftintelligenz, aber sie haben keine Seele. Das Produkt des Ingenieurs ist technisch perfekter als das der Natur. Man sagt, der Mensch sei ein Geschöpf Gottes. Umso schlimmer. Gott hat keine Ahnung von der modernen Technik gehabt. Wie bitte? Sola, kommen Sie herein. Einen Augenblick bitte.
Sir, präsentieren Sie sich Miss Glory. Es freut mich. Sie müssen sehr traurig sein, so fern von der übrigen Welt. Das kenne ich nicht, Miss Glory. Woher stammen Sie, Miss Sulla? Von hier, aus der Fabrik. Ach, Sie sind hier geboren? Ja, ich wurde hier gemacht. Was? Sulla ist kein Mensch, Miss Glory. Sulla ist ein Roboter, eine Roboterin. Ich bitte um Verzeihung. Sulla ist nicht böse. Schauen Sie, Miss Glory, was für eine fabelhafte Haut wir erzeugen. Fassen Sie Ihre Wange an. Nein, nein. Sie würden sowieso nicht erkennen, dass sie aus einem anderen Stoff ist als wir. Bitte? Sie hat sogar den typischen Flaum der Blondinen. Nur die Augen sind ein bisschen... Aber dafür die Haare. Drehen Sie sich um, Sulla. Hören Sie schon auf. Plaudern Sie mit dem Gast, Sulla. Es ist ein seltener Besuch. Haben Sie eine gute Überfahrt gehabt? Ja. Ja, gewiss. Kehren Sie nicht mit der Amelia zurück, Miss Glory. Das Barometer fällt stark auf 705. Warten Sie auf die Pennsylvania. Das ist ein sehr gutes, sehr starkes Schiff. Wie viel macht die Pennsylvania, Sulla? 20 Knoten in der Stunde, Tonnage 20.000, 80 Mann Besatzung, 8 Kessel. Genug, Sulla, genug. Das ist Humbug. Sie sind ein Scharlatan. Sulla ist kein Roboter, Sulla ist ein Mädchen wie ich. Sulla, warum spielen Sie solch eine Komödie? Ich bin ein Roboter. Roboter... Die Arbeit. Ich bin ein Roboter. Nein, nein, Sie lügen. Wie? Roboter Marius. Verzeihen Sie, Miss, dann muss ich Sie überzeugen. Marius, führen Sie Sulla in den Seziersaal. Man soll sie öffnen. Sie wollen sie töten lassen? Maschinen werden nicht getötet. Fürchten Sie nicht, Sulla. Sagen Sie, Liebe, sind alle so rot zu euch? Das dürft ihr euch nicht gefallen lassen. Hören Sie, Sie dürfen nicht, Sulla. Ich bin ein Roboter. Roboter, die Arbeit. Ich bin ein Roboter. Roboter, Roboter, Roboter sind ebenso gute Menschen wie wir. Sulla, Sie würden sich aufschneiden lassen? Ja. Sie fürchten sich nicht vor dem Tod? Kenne ich nicht, Miss Glory. Wissen Sie, was dort mit Ihnen geschieht? Ja. Ich werde aufhören, mich zu bewegen. Es ist entsetzlich. Marius, sagen Sie dem Fräulein, was Sie sind. Marius Roboter. Roboter, die Arbeit. Ich bin ein Roboter. Würden Sie Sulla in den Seziersaal bringen? Ja. Würden Sie sie bedauern? Kenne ich nicht. Was würde mit ihr geschehen? Sie würde sich nicht mehr bewegen. Man würde sie in die Stampfmaschine geben. Das ist der Tod, Marius. Fürchten Sie den Tod? Nein. Also, sehen Sie, Miss Glory, die Roboter hängen nicht am Leben. Sie haben nämlich keinen Anlass dazu. Sie haben keine Genüsse. Hören Sie auf! Schicken Sie sie wenigstens fort. Marius, Sulla, ihr könnt gehen. Herr Domin, Sie sind schrecklich. Es ist scheußlich, was Sie da tun. Weshalb scheußlich? Ich weiß nicht. Kommen Sie hier, zum Fenster. Was sehen Sie? Maurer. Das sind Roboter. All unsere Arbeiter sind Roboter. Und da unten ist die Buchhaltung. Und darin? Lauter Beamte. Das sind Roboter. All unsere Beamten sind Roboter. Bis Sie die Fabrik sehen werden. Mittag. Um 2 Uhr werde ich Ihnen die Tröge zeigen. Was für Tröge? Mischbottiche für den Teig. In jedem wird gleichzeitig Stoff für 1000 Roboter gemacht. Dann die Kübel für Nieren, Hirne und so weiter. Dann werden Sie die Knochenfabrik sehen, dann zeige ich Ihnen die Spinnerei. Was für eine Spinnerei? Die Nervenspinnerei, die Adernspinnerei. Eine Spinnerei, wo gleichzeitig ganze Kilometer von Verdauungsschläuchen laufen. Dann kommt der Montierraum, wo das zusammengestellt wird, wissen Sie, wie Automobile. Jeder Arbeiter befestigt nur einen einzigen Bestandteil und dann läuft es selbsttätig weiter. Das ist das interessanteste Schauspiel. Dann kommt das Magazin, wo die neuen Produkte arbeiten. Um Gottes Willen, Sie müssen sofort arbeiten? Warte, Sie arbeiten wie neue Möbelstücke arbeiten. Sie gewöhnen sich an die Existenz, wachsen gleichsam innerlich zusammen oder so. Vieles in Ihnen wächst überhaupt neu hinzu. Sie verstehen, wir müssen der natürlichen Entwicklung ein bisschen Raum gewähren. Und inzwischen werden die Produkte apprätiert. Was ist das? So viel wie bei den Menschen die Schule. Sie lernen sprechen, schreiben und rechnen.
Sie haben nämlich ein erstaunliches Gedächtnis. Wenn Sie ihn aus einem 20-bändigen Lexikon vorlesen, so werden Sie ihn alles in der richtigen Reihenfolge wiederholen. Etwas Neues fällt Ihnen allerdings niemals ein. Sie könnten ganz gut an den Universitäten unterrichten. Dann werden Sie klassifiziert und verschickt. Täglich 15.000 Stück, abgesehen von den fehlerhaften, die in den Stampfdruck geworfen werden. Ein konstanter Prozentsatz und so weiter und so weiter. Es tut mir leid, dass ich sagte, Sie hätten gelogen. Ah, da kommen die Jungs. Hereinspaziert! Hallo. Stimme nicht? Miss Glory, das sind Alquist, Fabri, Gall, Hallemeyer. Die Tochter des Präsidenten Glory. Guten Tag. Wir hatten keine Ahnung. Unendlich geehrt. Seien Sie willkommen, Miss Glory. Hallo. Was gibt's denn? Ja, kommen Sie, Busmann. Das ist unser Busmann, Miss. Die Tochter des Präsidenten Glory. Es freut mich. Das ist aber eine Ehre. Wovon soll ich mit Ihnen sprechen? Wovon Sie mögen. Darf ich ganz offen reden? Aber freilich. Sagen Sie, ist es Ihnen niemals peinlich, wie man mit Ihnen umgeht? Wer bitte? Alle Menschen. Mit uns? Warum, meinen Sie? Donnerwetter. Aber Gott bewahre, Miss Glory. Fühlen Sie denn nicht, dass Sie besser existieren können? Es kommt drauf an. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass es scheußlich ist. Dass es furchtbar ist. Ganz Europa redet davon, was hier mit Ihnen geschieht. Deshalb kam ich hierher, um es zu sehen. Und es ist tausendmal schlimmer, als man nur denken kann. Wie können Sie das ertragen? Was ertragen? Ihre Lage. Um Gottes Willen, Sie sind doch Menschen wie wir, wie ganz Europa, wie die ganze Welt. Das ist skandalös, das ist unwürdig, wie Sie leben. Aber, Miss Glory. Nein, nein, Junge, Sie hat ein bisschen recht. Wir leben hier sicher wie Indianer in den Reservaten. Schlimmer als Indianer. Darf ich... Ja, was denn? Ich kam nicht als Tochter des Präsidenten. Ich kam im Namen der Humanitätsliga. Die Humanitätsliga hat bereits über 200.000 Mitglieder. Brüder. 200.000 Menschen stehen hinter euch und bieten euch ihre Hilfe an. 200.000 Menschen, alle Wetter. Ich möchte... Pardon, Miss Glory. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie mit Robotern reden? Mit wem sonst? Es tut mir leid, diese Herren sind nämlich Menschen wie Sie, wie ganz Europa. Sie sind keine Roboter? Oh Gott bewahre. Pfui, Roboter. Da bedanken wir uns. Aber das schön. Ist doch nicht möglich. Bei meiner Ehre, Fräulein, wir sind keine Roboter. Weshalb sagten Sie mir also, alle Ihre Beamten seien Roboter? Ja, die Beamten, aber nicht die Direktoren. Gestatten Sie, Miss Glory. Ingenieur Fabri, technischer Generaldirektor von Rossums Universalrobots. Dr. Gall, Leiter der physiologischen und Untersuchungsabteilung. Dr. Hallemeyer, Leiter der Anstalt für Psychologie und Erziehung der Roboter. Konsul Busmann, kommerzieller Generaldirektor. Und Baumeister Alquist, Chef der Bauten von Rossums Universalrobots. Verzeihen Sie, meine Herren, dass ich das... Aber nicht doch, Miss Glory. Jetzt werden Sie mich mit dem ersten Schiff zurückschicken. Oh, nichts auf der Welt. Weshalb sollten wir Sie fortschicken? Weil, Sie wissen ja, ich würde Ihnen die Roboter aufhetzen. Liebe Helen, hier sind schon hunderte von Erlösern und Propheten gewesen. Jedes Schiff bringt irgendeine her. Missionare, Anarchisten, die Heilsarmee, alles Mögliche. Es ist erstaunlich, wie viele Sekten und Narren es auf Erden gibt. Und Sie lassen sie zu den Robotern reden? Ja, weshalb nicht? Bis jetzt war das alles völlig unnütz. Die Roboter merken sich alles, aber das ist es auch schon. Sie lachen nicht einmal über das, was die Leute sagen. In der Tat, geradezu unglaublich. Falls es Sie interessiert, führe ich Sie in das Robotermagazin. Es sind dort etwa 300.000. 347.000. Ja, gut. Sie können Ihnen sagen, was Sie wollen. Sie können Ihnen die Bibel, Logarithmen oder was Ihnen beliebt vorlesen. Sie können Ihnen schließlich auch über die Menschenrechte predigen. Oh, ich glaube, dass, wenn man Ihnen ein wenig Liebe zeigen würde... Unmöglich. Nichts ist dem Menschen fremder als ein Roboter. Weshalb erzeugen Sie sie dann? Das ist gut. Weshalb man Roboter erzeugt? Zur Arbeit, Miss Glory. Ein Roboter ersetzt 2,5 Arbeiter. Der Mensch als Maschine ist ungemein unvollkommen. Er ist zu teuer. Zu wenig leistungsfähig. Der modernen Technik vermag er nicht mehr zu genügen. Und zweitens, zweitens ist es ein großer Fortschritt, gleich eine fertige, sozusagen erwachsene Maschine zu gebären.
Es ist bequemer und schneller. Jede Beschleunigung ist ein Fortschritt. Die Natur hatte keine Ahnung von dem modernen Arbeitstempo. Die ganze Kindheit ist technisch genommen ein purer Unsinn. Einfach verlorene Zeit. Unerträgliche Zeitverschwendung. Und drittens... Hören Sie auf! Bitte? Aber erlauben Sie, was will eigentlich diese Ihre Liga, Humanitätsliga? Sie soll hauptsächlich soll sie die Roboter schützen und ihnen eine gute Behandlung sichern. Das ist kein schlechtes Ziel. Eine Maschine soll man gut behandeln. Also das lobe ich mir. Ich liebe beschädigte Sachen nicht. Ich bitte Sie, Miss Glory, notieren Sie uns alle als ordentliche Mitglieder Ihrer Liga. Nein, Sie verstehen mich nicht. Wir wollen die Roboter befreien. Wie bitte? Man soll sie wie Menschen behandeln. Aha. Sie sollen vielleicht wählen. Sie sollen Bier trinken. Sie sollen uns befehlen. Weshalb sollten sie nicht wählen können? Und sollen sie vielleicht am Ende nicht auch Löhnung kriegen? Allerdings. Ach, da schau her. Und was sollen sie bitte damit anfangen? Sie würden sich kaufen, was sie brauchen. Was ihnen Freude bereiten würde. Ach, das ist sehr hübsch, Miss. Nur, dass die Roboter nichts erfreut. Was sollen sie sich kaufen? Sie interessieren sich für nichts, Miss Glory. Zum Teufel, es hat noch niemand gesehen, dass ein Roboter gelacht hätte. Warum macht ihr sie nicht glücklicher? Ja, das geht nicht, Miss Glory. Es sind nur Roboter. Ohne eigenen Willen. Ohne Leidenschaften. Ohne Tradition. Ohne Seele. Ohne Liebe und Trotz. Ja, das versteht sich. Die Roboter lieben nichts, nicht einmal sich selbst. Und Trotz... Ich weiß nicht. Nur selten. Nur manchmal. Was? Oh, eigentlich nichts. Manchmal werden sie irgendwie störrisch. So etwas wie Fallsucht. Wissen Sie, man nennt es den Roboterkrampf. Plötzlich schmeißt einer alles hin, was eine Hand hält, steht da, knirscht mit den Zähnen und muss in den Stampfdruck geworfen werden. Offenbar eine Störung des Organismus. Ein Fabrikationsfehler. Der muss beseitigt werden. Nein, das ist die Seele. Meinen Sie, die Seele zeigt sich im Zähneknirschen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Auflehnung. Vielleicht ist gerade das ein Zeichen, dass Sie ringen. Oh, wenn Sie das in Ihnen zu entfachen vermöchten. Das wird beseitigt werden, Miss Glory. Dr. Gall stellt eben gewisse Versuche an. Nicht damit, Domin. Jetzt mache ich Nerven für den Schmerz. Nerven für den Schmerz? Ja, die Roboter spüren körperliche Schmerzen beinahe nicht. Wissen Sie, Rossum hat das Nervensystem allzu sehr beschränkt. Das hat sich nicht bewährt. Wir müssen den Schmerz einführen. Warum? Wenn ihr ihnen keine Seele gebt, warum wollt ihr ihnen den Schmerz geben? Aus industriellen Gründen, Miss Glory. Wir müssen ihnen den Schmerz geben als automatischen Schutz vor Verletzungen. Werden sie glücklicher sein, wenn sie Schmerz fühlen werden? Im Gegenteil. Aber sie werden technisch vollkommener sein. Warum erschaffen Sie ihnen keine Seele? Das steht nicht in unserer Macht. Und liegt nicht in unserem Interesse. Das würde die Fabrikation verteuern. Du lieber Gott, schöne Dame, wir machen es ja so billig. $120 das bekleidete Exemplar. Und vor 15 Jahren hat es $10,000 gekostet. Vor 5 Jahren kauften wir Kleider für Sie. Heute haben wir eine eigene Weberei und exportieren noch die Stoffe 5-mal billiger als andere Fabriken. Das bedeutet, dass die Arbeit im Wert gesunken ist. Denn ein Roboter samt Fütterung kostet pro Stunde nur ein paar Cent. Das ist ein Spaß. Sämtliche Fabriken kaufen schleunigst Roboter ein, um die Produktion zu verbilligen. Ja, und werfen die Arbeiter auf die Straße. Ja, das versteht sich. Aber wir, du meine Güte, wir haben inzwischen 500.000 Tropenroboter auf die argentinische Pampas geworfen, damit sie Weizen anbauen. Leutchen, also in 5 Jahren werden wir in Weizen und allem Möglichen ertrinken. Ja, und sämtliche Arbeiter der Welt werden ohne Arbeit sein. Das werden sie, Alquist, das werden sie, Miss Glory. Aber in 10 Jahren werden Rossums Universalroboter so viel Weizen, so viel von allem erzeugen, dass die Dinge keinen Wert mehr haben werden. Nun nehme jeder, wie viel er braucht. Es gibt keine Not. Ja, sie werden ohne Arbeit sein. Aber es wird dann überhaupt keine Arbeit mehr geben. Alles werden lebende Maschinen verrichten. Roboter werden uns bekleiden und sättigen. Roboter werden Ziegel herstellen und Häuser bauen. Roboter werden für uns Zahlen schreiben und unsere Stiegen fegen. Keine Arbeit wird es geben. Der Mensch wird nur das tun, was er liebt. Er wird aller Sorgen ledig und von der Erniedrigung der Arbeit befreit sein. Er wird nur leben, um sich zu vervollkommnen. Domin, was Sie da sagen, sieht allzu sehr nach Paradies aus.
Es war etwas Gutes am Dienen und etwas Großes in der Unterwerfung. Es war, ich weiß nicht, was für eine Tugend in der Arbeit und Ermattung. Vielleicht war es so. Adam wird ins Paradies zurückkehren, wo des Herrn Hand ihn nährte. Der Mensch wird frei sein. Er wird der Herr der Schöpfung sein. Amen. Sie haben mich verwirrt. Ich bin ein törichtes Mädchen. Ich möchte daran glauben. Sie sind jünger als wir, Miss Glory. Sie werden das alles noch erleben. So ist es. Ich denke, Miss Glory könnte mit uns frühstücken. Ja. Ich wollte Sie noch etwas fragen, Herr Domin. Wonach? Vielleicht ist es dumm von mir, aber warum erzeugen Sie weibliche Roboter, wenn bei Ihnen, wenn für Sie das Geschlecht keine Bedeutung hat? Ja. Es herrscht eine gewisse Nachfrage, wissen Sie? Dienstmädchen, Verkäuferin, Sekretärin, die Menschen sind daran gewöhnt. Und sagen Sie, sind die Roboter und Roboterinnen sich wechselseitig absolut? Absolut gleichgültig, teure Miss Glory. Da ist keine Spur irgendeiner Neigung. Ach, das ist furchtbar. Warum? Es ist so unnatürlich. Man weiß gar nicht, sollen sie einem deswegen abstoßend oder beneidenswert erscheinen? Oder vielleicht... Bemitleidenswert. Ja, das am ehesten. Darf ich Sie auch etwas fragen? Ja, bitte. Ich möchte Sie fragen, Miss Glory, ob Sie mich nehmen möchten. Wie nehmen? Zum Mann. Um nichts in der Welt. Oh, Harry. Harry, lauter Blumen. Ist heute was Besonderes? Rate. Mein Namenstag? Nein, Geburtstag? Etwas Besseres. Ich weiß nicht. Sag rasch. Heute sind es 10 Jahre seit deiner Ankunft. Schon 10 Jahre? Ja, ich habe dir... Ja, ich fürchte, mein Geschenk ist ein wenig... Sieh zum Fenster hinaus. Wohin? Zum Hafen. Dort liegt irgendein neues Schiff? Das ist dein Schiff. Meins? Damit du Ausflüge machen kannst. Zum Vergnügen. Harry, das ist ein Kanonenschiff. Kanonen, aber was fällt dir ein? Das ist bloß ein etwas größeres, solides Schiff, weißt du? Aber mit Geschützen? Allerdings mit paar Geschützen. Du wirst wie eine Königin fahren, Helen. Was bedeutet das? Geht etwas vor? Gott bewahre. Harry... Sind schlechte Nachrichten gekommen? Aber im Gegenteil, schon seit einer Woche ist überhaupt keine Post mehr gekommen. Weißt du, Helen, du warst ein köstliches Mädchen. Du hast uns alle verrückt gemacht. Damals imponiertet ihr mir alle so. Verzeih. Hallo, ja? Wie? Ja, ich komme. Farri ruft mich. Sag, Harry. Geh nicht hinaus! Harry, deine Zeitung! Mehr als 700.000 Zivilpersonen wurden ermordet. Aufstand gegen die Regierung in Madrid. Roboterinfanterie schießt in das Volk. 9.000 Tote und Verwundete. Gott.
In Le Havre wurde die erste Organisation der Roboter gegründet. Die Roboter, Arbeiter, Kabel- und Bahnbeamten, Matrosen und Soldaten erließen einen Aufruf an die Roboter der ganzen Welt. Das verstehe ich nicht. Ja, bitte? Alquist, gut, dass Sie da sind. Bitte setzen Sie sich. Alquist, ich... Was ist? Die Zeitung. Sie haben sie gelesen. Um Gottes Willen, Alquist, was geht vor? Wir wissen bis jetzt von nichts, Frau Domin. Ich habe Angst, Alquist. Möchten Sie beten? Wie? Etwa so. Herr Gott, ich danke dir, dass du mich ermüdet hast. Gott, erleuchte Domin und alle, die da irren. Vernichte ihr Werk und hilf den Menschen, dass sie zurückkehren zu Sorge und Arbeit. Gib nicht zu, dass sie Schaden nehmen an Seele und Leib. Befreie uns von den Robotern und schütze Frau Domin. Amen. Alquist, Sie glauben wirklich? Ich weiß nicht. Ich bin mir dessen nicht so ganz sicher. Und beten doch? Ja. Helen, nichts ist schrecklicher, als den Menschen ein Paradies auf Erden zu schaffen. Die ganze Welt verwandelt sich in Domins Sodom. Die ganze Menschheit, alles ist eine einzige verrückte, viehische Orgie. Sie strecken keine Hand mehr nach dem Essen aus, man stopft es ihnen direkt in den Mund, damit sie nicht aufzustehen brauchen. Alquist! Domins Roboter besorgen ja alles. Und wir Menschen, wir, die Krone der Schöpfung, wir altern nicht durch Arbeit, altern nicht durch Armut. Und die Frauen möchten Kinder haben. Helen, von Männern, die überflüssig sind, werden die Frauen nicht gebären. Warum, Alquist? Weil es nicht mehr nötig ist. Weil wir im Paradiese sind. Weil die menschliche Arbeit überflüssig geworden ist. Weil der Schmerz überflüssig ist. Weil der Mensch nichts mehr zu tun braucht, als zu genießen. Wird die Menschheit aussterben? Sie wird aussterben. Sie muss aussterben. Abfallen wird sie wie eine taube Blüte. Es wäre denn das... Was? Nichts. Sie haben recht. Auf ein Wunder warten ist unfruchtbar. Eine taube Blüte muss abfallen. Leben Sie wohl, Helle. Wohin gehen Sie? Nach Hause. Der Maurer Alquist wird Sie zum letzten Mal als Bauschiff verkleiden. Ihnen zu Ehren, Helle. Adieu, Alquist. Radius, bitte. Radius. Heute früh sollen Sie einen Anfall gehabt haben. Hat Sie auch der Roboterkrampf erwischt? Warum konnten Sie sich nicht überwinden? Jetzt werden Sie in den Stampfdruck stecken. Sie wollen nicht sprechen, Radius? Weshalb ist es über Sie gekommen? Haben Sie Ihnen etwas getan? Sehen Sie, Radius, Sie sind besser als die anderen. Mit Ihnen hat sich Herr Dr. Gall solche Mühe gegeben, um Sie anders zu machen. Sie wollen nicht sprechen, Radius. Schicken Sie mich in den Stampftrog. Mir tut es so leid, dass Sie sie töten werden. Ich werde nicht für euch arbeiten. Steckt mich in den Stampftrog. Warum hassen Sie uns? Ihr seid nicht wie Roboter. Ihr seid nicht so fähig wie die Roboter. Die Roboter machen alles. Ihr kommandiert bloß. Ihr macht überflüssige Worte. Das ist Unsinn, Radius. Sagen Sie, hat jemand Sie beleidigt? Sie machen Worte. Sie reden absichtlich so. Dr. Gall hat Ihnen ein größeres Gehirn gegeben als den anderen. Größer als unseres. Das größte Gehirn der Welt. Sie sind nicht wie die anderen Roboter, Radius. Sie verstehen mich gut. Ich will keinen Herrn. Ich weiß selber alles. Darum habe ich Sie in der Bibliothek arbeiten lassen.
Damit sie alles lesen können, damit sie alles verstehen. Und dann... Radius, ich wollte, dass Sie der ganzen Welt beweisen, die Roboter sind uns gleich. Das wollte ich von Ihnen. Ich will niemanden über mir. Das kann ich gut verstehen. Ich will Herr über andere sein. Sie könnten der Lehrer der Roboter werden. Ich will Herr über Menschen sein. Sie sind verrückt, Radius. Sie können mich in den Stampfdruck stecken. Glauben Sie, dass wir solche Wahnsinnige wie Sie fürchten? Dr. Gall, bitte. Damit Sie nicht in den Stampfdruck geschafft werden. Sie hassen uns. Haben Sie denn nichts in der Welt lieb? Sie machen Worte. Ich kann alles. Ah, Dr. Gall. Guten Morgen, Frau Domin. Hier, Radius, Dr. Gall. Aha, unser Prachtkerl Radius. Nun, Radius, machen wir Fortschritte? Heute Morgen hatte er einen Anfall. Er zerschlug so allerlei. Merkwürdig. Er auch? Schade, dass wir ihn verlieren. Radius kommt nicht in den Stampfdruck. Ich warne. Gehen Sie, Radius. Ich gehe. Doktor, hat Radius eine Seele? Ich weiß nicht. Wenn Sie wüssten, wie er uns hasst. Doktor, sind alle Roboter so? Alle, die Sie anders gemacht haben? Tja, sie sind irgendwie reizbarer, irgendwie menschenähnlicher als Rossums Universalroboter. Ist vielleicht auch der Hass menschenähnlicher? Auch der ist ein Fortschritt. Doktor? Ja? Weshalb werden keine Kinder mehr geboren? Weil Roboter gemacht werden. Weil Überfluss an Arbeitskräften herrscht. Weil die Menschen gleichsam ein Überbleibsel sind, ein Restbestand. Das muss doch niemanden hindern. Nur die Natur. Ich verstehe nicht. Einfach deshalb, weil die Roboter existenzfähiger sind als wir. Sind sie es? Unstreitbar. Der Mensch ist eigentlich nur ein Relikt. Aber dass er auszusterben beginnt, das ist biologisch erstaunlich. Das geht über unseren Verstand. Und sagen Sie, wenn man die Robotererzeugung überhaupt einstellen würde? Das wäre für die Menschen ein furchtbarer Schlag. Weshalb ein Schlag? Weil sie dorthin zurückkehren müssten, wo sie waren. Außer... Sagen Sie. Außer es wäre schon zu spät zur Umkehr. Kommen Sie herein, meine Herren. Kommen Sie, gratulieren. Frau Domin, ich, das heißt wir alle... Gratulieren im Namen von Rossums Werk. Ihnen, Frau Domin, zu Ihrem 10. Jahrestag. Harry, reisen wir ab von hier. Abreisen? Gerade jetzt? Wozu? Es wird nicht mehr bloß eine Fabrik geben. Es wird nicht mehr nur Rossums Universalroboter geben. Wir werden in jedem Land, in jedem Staat eine Fabrik gründen. Und diese neuen Fabriken werden, na, du weißt schon, was erzeugen. Nein. Nationale Roboter. Was bedeutet das? Ja, dass aus jeder Fabrik Roboter mit anderer Farbe und anderer Sprache hervorgehen werden. Dass sie einander fremd bleiben werden. Dass sie sich nie mehr werden verständigen können. Damit ein Roboter bis in alle Ewigkeit den Roboter von anderer Fabriksmarke hasse. Harry, das ist scheußlich. Frau Domin, ich hebe mein Glas auf 100 neue Fabriken. Nationalroboter. Jungs, das ist ein Treffer. Zum Wohl. Zum Wohl. Hier, Kinder, hier haben wir die Bescherung. Lesen Sie, Domin, ein Flugblatt. Roboter der Welt, wir, die erste Roboterorganisation von Rossums Universalrobotern, erklären den Menschen zum Feind und Geächteten. Wer hat Sie diese Phrasen gelehrt? Lesen Sie weiter. Roboter der Welt, wir befehlen euch, die Menschen auszurotten. Schonet weder Männer noch Frauen. Erhaltet Fabriken, Bahnen, Maschinen und Rohstoffe, alles andere vernichtet.
Dann kehre zur Arbeit zurück. Die Arbeit darf nicht stocken. Sofort nach Erhalt des Befehls zu vollstrecken. Die Roboterrevolution ist da. Kommen Sie! Sehen Sie hinaus! Sie stehen vor dem Gartengitter wie eine Mauer. Warum sind Sie so still? Sie sind nicht bewaffnet. Keine 5 Minuten werden wir uns erwehren. Mensch, das wird uns zuschütten wie eine Lawine. Warum greifen Sie nicht an? Wir haben verspielt. Wirklich, Domin? Ich wollte, dass wir aus der ganzen Menschheit eine Weltaristokratie schaffen. Eine Aristokratie, die durch Milliarden mechanischer Sklaven ernährt würde. Schrankenlose, freie und souveräne Menschen. Und vielleicht mehr als Menschen. Also Übermenschen? Ja. Und nur 100 Jahre Zeit zu haben. Noch 100 Jahre für die kommende Menschheit. Diese verdammte Wissenschaft. Ich klage die Technik an. Domin, mich selbst, uns alle. Wir sind schuldig. Um unseres Größenwahns, um des Fortschritts willen, haben wir die Menschheit getötet. Nun so berstet an eurer Größe. Einen so gewaltigen Hügel aus Menschengebein hat sich kein Genghis Khan errichtet. Lasst mich reden. Ich trage die Schuld an allem, was geschehen ist. Gall, was haben Sie gemacht? Ich habe den Charakter der Roboter verändert. Ich habe ihre Fabrikation verändert. Das heißt nur einige leibliche Bedingungen, verstehen Sie? Hauptsächlich ihre Irritabilität, ihre Reizbarkeit, ihre Sensibilität. Verdammt, warum gerade die? Ich formte sie zu Menschen um. Schon jetzt sind sie uns in etwas überlegen. Sie sind stärker als wir. Und was hat das mit dem Roboteraufstand zu tun? Oh, viel. Ich glaube, alles. Sie hörten auf, Maschinen zu sein. Sie wissen bereits von ihrer Überlegenheit und hassen uns. Sie hassen alles Menschliche. Verurteilt mich. Ach was, wir alle sind schuld. Wir haben zu viele Roboter fabriziert. Was wollen Sie tun? Ich sage denen zum Beispiel, meine Herren Roboter, ihr habt alles. Ihr habt Verstand, die Macht, habt Waffen. Aber wir haben da so ein interessantes, altes, gelbes, schmutziges Papier. Rossums Manuskript? Jawohl. Und dort, sage ich denen, ist eure erhabene Herkunft geschildert. Eure verblüffende Konstruktion und so weiter. Meine Herren Roboter, ohne dieses bekritzelte Papier werdet ihr nicht einen neuen Roboterkollegen fabrizieren. Ihr werdet mit Verlaub wie die Eintagsfliegen krepieren. Nach 20 Jahren haben wir kein einziges lebendes Roboterexemplar mehr, das wir in einer Menagerie zeigen könnten. Verehrteste, es wäre ausnehmend schade um euch. Wisst ihr was? Werde ich denen sagen, ihr lasst uns frei, uns alle Menschen in Rossums Fabrik. Dafür verkaufen wir euch die Fabrik und das Produktionsgeheimnis. Lasst uns abfahren und wir lassen euch euresgleichen erzeugen. 20.000, 50.000, 100.000 Stück am Tag, ganz nach Belieben. Meine Herren Roboter, meine Damen und Herren Roboter, das ist ein ehrliches Geschäft. Do und des. So würde ich es Ihnen sagen, jawohl. Bußmann, Sie meinen, wir geben die Erzeugung aus der Hand? Ich meine, wir geben das Geheimnis her. Entweder wir verkaufen es, tauschen es ein, oder Sie werden es hier finden, wie Sie wollen. Sie wollen das Schicksal verkaufen? Das ist das Ende der Geschichte der Menschheit, das Ende der Zivilisation. Verkaufen Sie. Ja, verkaufen Sie. Ja, verkaufen. Meine Herren, ich habe das Manuskript vernichtet. Gott im Himmel, wir sind verloren. Helen, weshalb hast du das getan? Ich wollte, dass wir wegfahren, wir alle. Es sollte keine Fabrik mehr geben und nichts. Alles sollte wie früher sein. Ich verstehe nicht. Es soll wieder Kinder geben. Weiter mit den Robotern und es wird nie mehr Kinder geben. Wir hatten es zu gut gemeint, wir Menschen. Also wartet, ich Dummkopf. Herrgott im Himmel, dass ich mich nicht längst schon daran erinnert habe. Was haben Sie denn, Bußmann? 500 Millionen Banknoten, eine halbe Milliarde in der Kasse. Sind Sie dumm, Bußmann? Ja, ich bin kein Gentleman, aber für eine halbe Milliarde... Ja, wohin gehen Sie? Lassen Sie mich doch. Für eine halbe Milliarde kann man alles kaufen. Alles, alles, alles. Ich verstehe ihn nicht, Harry. Er hätte bei uns bleiben sollen. Schwül. Es fängt an. Die Agonie. Sie sind wie versteinert draußen.
als ob etwas Furchtbares durch ihr Schweigen geboren würde. Die Seele der Masse. Nichts ist schrecklicher als die Masse. Der vorne ist ihr Führer. Welcher? Der mit dem gesenkten Kopf. Hä? Der mit dem großen Schädel. Karl, das ist Radius. Radius? Mir gefällt er nicht. Fabri, würden Sie den auf 100 Schritt treffen? Ich hoffe. Also, probieren Sie es. Gut. Um Gottes Willen, Fabri, schießen Sie nicht auf ihn. Es ist Ihr Führer. Hören Sie auf, er schaut ja her. Drücken Sie ab. Fabri, ich bitte Sie. Gut. Also nicht. Sie rühren sich nicht. Und kommen doch immer näher. Was will Bussmann eigentlich von dem Haus? Er trägt Pakete, Papiere. Das ist Geld. Pakete mit Geld. Hallo, Bussmann! Bussmann, sind Sie verrückt geworden? Er tut das, hört er nicht. Er läuft zum Gitter. Bussmann! Bussmann, zurück! Er redet zu den Robotern. Er zeigt das Geld, zeigt auf uns. Er will uns loskaufen. Dass er nur nicht das Gitter berührt. Zum Teufel, Bussmann, weg vom Gitter! Nicht anfassen! Oh Gott, was ist mit ihm? Sieh mich hin! Vom Strom getötet. Tot. Der Erste. Es beginnt schon. Lebt wohl, Jungs. Wer besetzt die Treppe? Ich. Gehen Sie zu Ihrer Frau. Das Vorzimmer? Ich. Haben Sie einen Revolver? Danke, ich schieße nicht. Ja, was sollen Sie tun? Sterben. Ich bleibe hier. Gehen Sie, Harry. Lass. Zum Teufel, gehen Sie zu ihr. Adieu. Und jetzt rasch eine Barrikade. Der Mensch muss sich wehren. Halten Sie Durchgang! Fertig? Ja, abgefertigt. Fertig? Fertig. Fertig? Ja. Er schoss nicht. Ihn töten? Töten. Halt! Das ist Alquist. Leben lassen. Es ist ein Mensch. Es ist ein Roboter. Er arbeitet mit den Händen wie die Roboter. Er baut Häuser. Er kann arbeiten. Tötet mich. Du wirst roboten. Du wirst bauen. Die Roboter werden viel bauen. Sie werden neue Häuser für neue Roboter bauen. Du wirst ihnen dienen. Mach Platz, Roboter. Ihr habt doch Hallemeyer erschlagen. Er ist tot. Roboter der Welt! Die Macht des Menschen ist vorbei! Durch die Eroberung der Fabrik sind wir Herren über alles! Die Phase der Menschheit ist überwunden! Eine neue Welt hat begonnen! Die Herrschaft der Roboter! Die Herrschaft der Roboter! Tod, Helene tot, Domin tot. Beherrschung der Meere und Länder! Beherrschung der Sterne! Beherrschung des Weltalls! Platz! Mehr Platz für die Roboter! Mehr Platz für die Roboter! Was habt ihr getan? Ihr werdet untergehen ohne die Menschen! Die Menschen gaben uns zu wenig Leben. Wir wollten mehr Leben haben. Ihr habt sie getötet. Es gibt keine Menschen. Mehr Leben. Neues Leben. Roboter! An die Arbeit! An die Arbeit! An die Arbeit! Herein! Was gibt es? Herr, der Zentralausschuss der Roboter wartet, wann du ihn empfängst. Ich will niemanden sehen. Damon aus Le Havre ist gekommen. Er kann warten. Sagte ich euch nicht, ihr sollt Menschen suchen? Geht und sucht. Herr, Sie sagen, Sie haben überall gesucht. Überall, mit Expeditionen und Schiffen. Und? Es gibt keinen einzigen Menschen mehr. Keinen einzigen? Der Zentralausschuss soll kommen. Keinen einzigen.
Ihr ließet niemand am Leben. Wieder werdet ihr mich anwinseln. Wieder werdet ihr flehen, ich solle euch das Geheimnis der Fabrik finden. Jetzt ist für euch der Mensch gut genug. Jetzt ist er für euch der Herr, da ihr keine Roboter machen könnt. Jetzt soll ich euch helfen. Was wollen die Roboter? Herr, die Maschinen können nicht arbeiten. Wir können die Roboter nicht vermehren. Ruft Menschen herbei. Es gibt keine Menschen. Nur Menschen können das Leben vermehren. Haltet mich nicht auf. Herr, wir haben Angst. Alles werden wir gut machen, was wir getan haben. Wir haben die Arbeit vervielfacht. Wir haben Milliarden Tonnen Kohle aus der Erde gegraben. Milliarden Spindeln laufen bei Tag und Nacht. Wir haben keinen Platz mehr für das Erzeugte. Überall in der Welt werden Häuser gebaut. Für wen? Für künftige Geschlechter. Nur Roboter können wir nicht erzeugen. Die Maschinen liefern nur blutige Stücke Fleisch. Die Haut haftet nicht am Fleisch und das Fleisch nicht am Knochen. Unförmige Klumpen quellen aus den Maschinen. 8 Millionen Roboter starben in dem Jahr. In 20 Jahren wird niemand mehr sein. Herr, die Welt stirbt aus. Wir haben Angst. Sage, wie man Roboter erzeugt. Ich sagte, ihr sollt Menschen finden. Nur Menschen können das Leben erneuern, vermehren, wiedergeben. Es gibt keine Menschen mehr. Warum habt ihr sie vernichtet? Wir wollten wie die Menschen sein. Wir wollten Menschen werden. Roboter sind kein Leben, Roboter sind Maschinen. Wir waren Maschinen, Herr. Aber durch Angst und Schmerz wurden wir... Was? Wurden wir Seelen. Gib uns das Vermächtnis der Menschen heraus. Es gibt keins. Es ist verloren. Du hast es gekannt. Nicht gekannt. Es stand geschrieben in Rossums Schrift. Es ist verloren, verbrannt. Ich bin der letzte Mensch, Roboter. Und kenne nicht, was die anderen gekannt haben. Ihr habt sie getötet. Dich ließen wir leben. Ja, leben. Mache Versuche. Suche das Geheimnis des Lebens. Ich kann keine Versuche am lebenden Leibe machen. Mache Versuche an lebenden Robotern. Ich habe nur aus Verzweiflung von lebenden Leibern gesprochen. Verstehst du? Das war nur so ein närrischer Einfall. Nimm lebende Leiber. Nimm mich. Sieh doch, Primus, was der Herr aufgeschrieben hat. Das darfst du nicht anschauen, Helena. Das ist ein Geheimnis. Was für ein Geheimnis? Das Geheimnis des Lebens. Das ist schrecklich interessant. Lauter Zahlen, was ist das? Das sind Formeln. Verstehe ich nicht. Nein, Primus, sieh doch nur. Was? Die Sonne geht auf. Ja, warte gleich. Helena, die Formeln. Das ist die größte Sache der Welt. Ich weiß nicht, Primus. Mir ist so seltsam. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin wie verrückt. Mein Leib, mein Herz tut weh. Alles tut weh. Ich weiß nicht, wie ich bin. Wer seid ihr? Oh, Primus. Wo kommt ihr her? Wer sind Sie? Roboter Primus. Nein. Und die Dame, wer sind Sie, Miss? Roboterin Helena. Roboterin? Ach, was Sie nicht... Was du nicht sagst. Zeig dich mal, Helena. Nein, Herr. Was, du schämst dich? Lass sie in Ruhe, Herr. Und du verteidigst sie? Ich mag nicht, wenn du sie anfasst, Herr. Lass doch, Primus. Aber ich mag's auch nicht. Wann wurde sie erzeugt? Vor 2 Jahren. Von Dr. Gall? Wie ich.
Also dann, Primus, ich habe gewisse Versuche an Galls Robotern zu machen, an lebendigen Leibern. Und Galls neue Roboter scheinen fast lebendig. Ja. Gut. Führ das Mädchen in den Seziersaal. Ich werde sie aufschneiden. Mich? Helena? Ich sag's dir doch. Geh, mach alles bereit. Also wird's bald? Soll ich andere rufen? Wenn du dich rührst, so zerschlage ich dir den Kopf. Primus, nicht! Zerschlag ihn. Los, zerschlag ihn doch. Was werden die Roboter dann machen? Dann nimm mich her. Ich bin genauso gemacht wie Helena. Aus demselben Stoff, am selben Tage. Willst du denn nicht leben? Ohne sie nicht, Herr. Du darfst Helena nicht töten. Und für dich ist es doch egal. Also gut, Helena wird nichts geschehen. Ich werde dich aufschneiden, Primus. Primus? Meinen Primus? Nein, Herr! Es muss sein, irgendeinen muss ich... Was? Du kannst weinen? Quäl sie nicht so, Herr. Misch du dich nicht ein, Primus. Was ich nicht verstehe, sind diese Tränen. Ich verstehe das schon. Helena, in einer Woche hast du ihn vergessen. Ich werde gehen. Du wirst nicht gehen, Helena. Wenn du gehst, springe ich aus dem Fenster. Ich lasse dich nicht. Niemanden, Herr, wirst du töten. Warum? Wir gehören zueinander. Du hast es gesagt. Geht. Wohin? Wohin ihr wollt. Und Gott schuf den Menschen. Ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie, einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und herrschet über alles Getier, das auf Erden kreucht. Und sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. R.U.R. Rozumowi Universalni Roboti von Karel Čapek. Aus dem Tschechischen von Otto Pick. Bearbeitung Dieter Hasselblatt. Es sprachen Günter Sauer, Heidelinde Weiß, Raul Wolfgang Schnell, Hans-Peter Hallwachs, Elert Bode, Achim Striezel und andere. Regie Heiner Schmidt. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem RIAS Berlin aus dem Jahr 1978.